Und damit recht herzlich willkommen zu einem Video von Trains World 4 hier bei Endplay mit mir, dem Florian, aka dem Zengis. Ja, wir fahren mal endlich wieder Zug hier auf dem Kanal und zwar fahren wir im neuen Zugsimulator auf der neuen Strecke und zwar der S-Bahn Vorarlberg. Aber nicht als S-Bahn, sondern als REX1 und zwar hier von Bludenz bis nach Lindau Hauptbahnhof. Genau, steht schon richtig auf der Zugzielanzeige. Man sieht auch die wunderschönen Berge im Hintergrund. Ich denke, das wird eine nette Fahrt und wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal langsam startklar. Ja, es ist 7.28 Uhr, also relativ früh. Wir sind hier schön in der Stoßzeit unterwegs. Dafür ist es aber eigentlich relativ ruhig. Wobei, na, langsam füllt sich der Bahnsteig. Und wir stecken mal Schlüssel rein. Fahrtrichtungswender nach vorne. Türen auf der rechten Seite freigeben. Hier übrigens lustige Sache. Ich weiß nicht ganz, ob das verdreht ist, weil jetzt ist ja quasi rechts frei, da wo der Schalter ist. Aber auf der anderen Seite ist hier so ein kleiner weißer Strich, der mir eigentlich sagen würde, dass es links jetzt aufgeht. Aber scheint richtig zu sein. Okay. weiß ich nicht. Jemand, der den Talent, der ja auch neu mit dabei ist, ne, kennt, kann das ja mal irgendwie vielleicht erläutern, was da jetzt richtig ist. So, machen wir kurz unsere Störenfriede an. PZB und SIFA. Zugspitzensignal geht an. Wir sind im ÖBB-Modus. Ja, und dann sind wir eigentlich soweit ready, würde ich sagen. Bis auf Führerbremsventil brauchen wir noch. Also das auch noch rein und dann können wir gleich um 9:30 losfahren. Ja, ich freue mich mal wieder hier unterwegs zu sein. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin schon ein bisschen länger dabei. In der Vergangenheit dürfte man das ein oder andere Video finden, also, tja, und vielleicht für den anderen, ein oder anderen auch eine schöne Abwechslung zum Thema Landwirtschaftssimulator. Vielleicht ist es ja was für euch, also bleibt gerne dabei. Und wir verriegeln jetzt die Türen und werden dann hoffentlich eine schöne Fahrt haben. So, Türen sind zu, zur Not haben wir übrigens noch die Zwangsschließung, aber nur für die DB. Ich weiß nicht, ob das in Österreich nicht gewünscht ist oder was das für einen Hintergrund hat. Aber wie auch immer, wir fahren jetzt los. Hier geht's jetzt direkt links an dem Kollegen vorbei. Und wir lauschen mal kurz. Man hört relativ wenig. Die nächste Anfahrt wird mit offenem Fenster gemacht. Damit wir mal richtig was hören hier. Aber was wir hier sehen, wir sind ja in der neuen Zugsimulation unterwegs und da muss natürlich auch sich was geändert haben, sag ich mal. Und was einem hier sofort natürlich neben der neuen Strecke und dem neuen Fahrzeug ins Auge springt, ist das Head-Up-Display. Und das ist gut. Das ist sehr gut. Weil hier rechts oben sehen wir nämlich Informationen zu der Zugsicherung. Also zu dem punktförmigen Zugbeeinflussungssystem in dem Fall. Und zwar Befreiung möglich. Zack. Raus sind wir aus der Befreiung und können jetzt gleich durchbeschleunigen. Auf die Streckenhöchstgeschwindigkeit 140 km/h, die uns hier angezeigt wird. Also kurz gesagt, das Head-Up-Display ist echt schön neu aufgebaut. Und zwar mit echt vielen interessanten Informationen, aber gleichzeitig wirkt es zumindest in der Einstellung, wie ich sie habe, nicht überladen. Und das finde ich gut. Weil es ist nämlich das erste Mal so, dass man wirklich Informationen kriegt rund um das Zugsicherungssystem, in dem Fall wie gesagt die punktförmige Zugbeeinflussung, PZB. Und zwar, wie überwacht die gerade, was tut sie gerade, was kann man machen, was muss man machen. Und das finde ich löblich. Gefällt mir schon mal. So, nächster halt übrigens Nenzing. Nenzing befindet sich auf Kilometer 57,7. Und wir sind zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Geht auch gut bergab. Also einmal kurz ein bisschen den Anker werfen. Dann geht das schon. So. Kilometer 65. Die Sonne blendet gefühlt ein bisschen von hinten. 62. Genau, was jetzt hier noch fehlt, ist tatsächlich ein richtiger Buchfahrplan. Den haben wir jetzt leider nicht. Aber ich kann jedem da draußen empfehlen, einfach mal bei Wikipedia die Strecke zu suchen, weil Wikipedia ist quasi so ein Buchfahrplan Light, weil da stehen tatsächlich alle möglichen Sachen drin, also da kann man zum Beispiel jetzt auch die nächsten Halte sich anschauen, was da so kommt. Wir sind jetzt bei 64,2, das heißt jetzt gleich kommt, Moment,
Ja. Ich habe jetzt gerade auf Wikipedia geschaut. Und schon haben wir ein rotes Signal überfahren. Aber jetzt sieht man sehr schön, Befreiung nicht möglich, Geschwindigkeitsbegrenzung 45 km/h. Und vorhin hat man eigentlich auch gesehen, dass ich hätte bremsen müssen. Aber ich habe einfach das Signal gerade übersehen, weil ich jetzt tatsächlich auf mein Tablet geguckt hatte, weil ich ja über meinen schönen Buchfahrplan Light erzählen wollte. Ja, das klappt nicht. So. Naja, das heißt vor uns ein haltzeigendes Signal. Und jetzt müssten sie sowieso eigentlich kurz, glaube ich, den Fahrdienstleiter kontaktieren. Aber das Signal ist jetzt auch auf grün umgesprungen. Aber nichtsdestotrotz sagt uns das System jetzt, das Head-Up-Display, Befreiung nicht möglich. Das heißt weiterhin Geschwindigkeitsbegrenzung 45 km/h. Und das sind halt solche Informationen, die versteht man natürlich am Anfang überhaupt nicht. Zumindest weiß man nicht, okay, jetzt zum Beispiel blinkt da etwas. Und 1000 Hertz ist an, also die Beleuchtung. Auch wenn man die, ja, schon gut sieht, ja, geht. Kann man das noch heller machen? Genau, jetzt Befreiung möglich. So, perfekt. Und jetzt können wir wieder durchstarten. Also Geschwindigkeitsüberwachung da oben ist weg. Und das sind halt solche Informationen, die sind Gold wert. Und das finde ich echt schön. Weil so versteht nämlich jeder irgendwann so ein bisschen dieses Zugsicherungssystem, wie das aufgebaut ist. Und das finde ich toll. Finde ich super. Und vor allem, es sagt auch, dass die sich nochmal ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, sage ich mal. Also die Bremskurven und so, das war im Hintergrund ja immer schon. Aber jetzt würde halt nochmal stärker auffallen, wenn ein fundamentaler Fehler im System ist. So, Lenzig Bahnsteig 2. So, was hatte ich gesagt? Aber das zeigt, ne, kaum ist der Blick weg, nicht gut, gar nicht gut. So, 57,7. Wir haben theoretisch auch einen Tempomaten hier mit am Start. Aber den probieren wir gleich mal in Ruhe aus. So, ein paar Kilometer haben wir noch. Ja, und ich muss mal ein bisschen mehr nach oben gucken, weil die Berge, das ist ja wohl mit das Highlight dieser Strecke. Und ich finde, die schauen echt gut aus. Auch in der Ferne. Gefällt mir. So, jetzt müssen wir einmal kurz den Hauptschalter rausschmeißen. Das habe ich nämlich gesehen, das Schildchen. So, da genau. Da ist der Kollege. Gleich, sobald der Pantograph da vorbei ist, können wir den wieder reinmachen. Also ungefähr jetzt. Eine Trennstelle wahrscheinlich. Quasi verschiedene Netzbereiche voneinander getrennt werden. Oder ähnliches. So, jetzt gleich können wir auch langsam... Na, 59 ist noch ein bisschen früh. Aber jetzt... langsam schon mal die Bremsung beginnen. Hier ist die Tafel gerade gewesen, dass in 1 Kilometer der nächste Bahnhof kommt. Und da sollen wir um 7.36 Uhr sein. Beziehungsweise unsere Abfahrt. Das heißt, wir sind jetzt schon ein bisschen verspätet. Aber gut. Hatten ja auch immerhin eine kleine Zwangsbremsung schon. Aber gut. Passiert. So. Auch hier wieder der Sound. Können wir kurz das Fenster öffnen? Ich finde, das klingt gut. Oh, hier, das irritiert mich so, weil jetzt ist doch dieser weiße Nupsi bei den R, also für die rechte Seite. Ah, das verwirrt mich. Ich will immer andersrum drehen irgendwie. Hm. Spannend. Wir können auch mal ein bisschen Instrumentenlicht und sowas anmachen. Und dann auch gleich die Türen schließen. Machen wir jetzt auch gleich mit einer
schnellen Zwangsschließung. Ja, so viel zu spät sind wir jetzt auch nicht. Ah, so. Einmal Türen zu, bitte. Zack, Türen zu. Perfekt. Okay, und dann würde ich sagen, müssen wir jetzt mal voll durchbeschleunigen und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Schön. Na, finde ich schön. Mal Fenster wieder zu. Ne, das klingt schon gut. Ich finde, das klingt sehr authentisch. So. Frastanz, Bahnsteig Nummer 2. Und das ist bei Kilometer 51,3. Kollege entgegen. Wunderschön. Das Grün ist übrigens echt schön dunkel. Sieht gesund aus. Genau, wir haben gerade ablaufende Kilometer. Das heißt, die Kilometerzahl geht runter, nicht hoch. Ja, und dann fahren wir zum Bodensee. Bodensee ist ja wunderschön. Generell die Gegend hier und dann jetzt mit den Bergen. Österreich finde ich auch mal schön. Auch schön mit dem Zug durchzufahren. Hatte ich mal auf dem Weg nach Kroatien. Das ist doch schon echt eine schöne Sache, wenn sich da die Züge so durch die Berge schlängeln. Das macht schon Spaß. Nur auf der Rückfahrt von Kroatien war es nicht so entspannt, weil da ist fast alles schief gelaufen. Aber gut, passiert. Wenn in Slowenien die Lok kaputt ist, dann ist die Lok kaputt. Langsam jetzt gleich bremsen. So, hier links ein abgestellter Güterzug. Genau, Vectron ist natürlich auch jetzt mit am Start. Eine, also so wie ich es mitbekomme, umstrittene Lok. Also unter den Bahnfans zumindest. Spaltet doch die Community gefühlt. Geliebt und gehasst. Aber ja, also das heißt noch eine neue Mehrzwecklokomotive tatsächlich, weil die ist ja auch im Personenverkehr im Einsatz. Also durchaus spannend. Aber eben auch im schweren Güterverkehr. So. Türen entriegeln. Und schauen wir mal raus. Also die Bahnhöfe sind hier echt schön. Die haben alle so eine moderne Ausstrahlung. Und das ist auch meine subjektive Erfahrung in Österreich. Irgendwie sieht das alles ein bisschen schöner aus von den Bahnsteigen her und von den Bahnhöfen generell. Irgendwas machen die richtig. So. Damit sind wir doch gar nicht so schlecht in der Zeit. Also als deutscher Triebfahrzeugführer ist das doch gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen deutscher Amateur-Triebfahrzeugführer. So, Feldkirchen. Jetzt geht's auch einmal durch den Schattenburgtunnel.
recht kurz, aber nichtsdestotrotz werden wir ein bisschen was sehen, beziehungsweise nichts sehen. So, Hebel auf den Tisch. Wir müssen ein bisschen Meter machen hier. Weil tatsächlich ist ja auch meistens nicht das Problem, dass die Züge verspätet nach Deutschland reinkommen, sondern eher aus Deutschland raus. Das ist ja ganz interessant. Die Schweiz macht da ja wohl, ja, bisschen Tamtam drum. Zu Recht auch, weil wenn natürlich verspätete Züge aus Deutschland deren Fahrplan kaputt machen, dann ist das natürlich nicht so schön. Also das kann ich dann schon verstehen, dass man da auch mal sagt, ne, jetzt keine deutschen Züge mehr. Zumindest keine verspäteten. Die müssen dann halt ersetzt werden oder dürfen gleich wieder nach Hause fahren. Aber durchaus verständlich. Jetzt geht es hier runter auf 110. Wir sind schon auf 110, also alles ganz entspannt. Gehen wir es relativ langsam an. Es geht die ganze Zeit übrigens leicht bergab. Gleich müsste auch der Tunnel kommen. Und direkt dahinter ah, jetzt wird es schön düster. Ah, gerade umgeschaltet. Perfekt. Mit Zugbegegnung im Tunnel. Herrlich. Ah, das hat schon was. Also das ist echt dunkel. Aber so soll es auch sein. Und vorne, das sind ja keine Scheinwerfer, sondern Zugspitzensignale. Deren Funktion ist ja schlicht und einfach zu zeigen, okay, da kommt ein Zug in meine Richtung, drei weiße Punkte oder eben fährt weg, zwei rote. Aber viel Licht bringen sie echt nicht. Gut, reflektieren ein bisschen die Schilder. So, wo sollen wir denn hier halten? Hier jetzt schon? Ja, dann machen wir das doch mal. So. Ich möchte mir nur mal kurz das hier anschauen. Das ist echt schön. Schönes Zwiebeltürmchen, da hinten der Tunnel. Hier das Bergische. Nur hier irgendwie diese Wohnklötze, weiß ich nicht. Hm. Also, naja, eher nutzungsorientierte Bauten hier. Naja, sind vielleicht trotzdem schöne Wohnungen, kann ja sein. Aber optisch, ja. Das Zwiebeltürmchen hat mir gefallen. Sehr, sehr schönes Zwiebeltürmchen. Ah, wir sind wieder in der Zeit, das ist ja unglaublich. Wir haben es geschafft. Wollen jetzt alle noch mal einen Zug? Habe ich vielleicht doch zu weit vorne gehalten? Aber da sind auch Möglichkeiten rauszukommen. Hm. Ja gut, liebe Freunde, beeilt euch. Ich mache die Türen dicht. Scheint aber keinen Stress zu haben, also sollte alles passen. Das heißt, wir können wieder losfahren zu unserem nächsten Halt, Rankweil. Ah, dieses Quietschen, ich finde das schön. Ich finde das echt schön. Das sind so kleine Details. Das ist ja jetzt einfach nur, weil die Bremse dann noch so ein bisschen, die Haltebremse quasi noch so ein bisschen angezogen ist. Aber das ist echt schön. Gerade auch so bei ICEs hört man das auch gerne mal. Der ICE3 hatte auch so ein sehr markantes Quietschen am Anfang. So.
Das Fahrzeug, finde ich, sieht schön aus. Auch vorne mit diesem großen Schienenräumer. Klar, Österreich im Winter dann, gerade wenn es ein bisschen höher gelegen ist, ist schon sinnvoll. So, 140 und auf geht's. Genau, 140 ist auch die V-Max von diesem Fahrzeug. Genau, größte zulässige Geschwindigkeit. Und mit der bewegen wir uns Richtung Rankweil. Rankweil ist dann bei Kilometer 42,5. So, vor uns ist jetzt aber scheinbar eine S-Bahn oder sonstiges. Genau, und jetzt sehen wir hier oben, nämlich sehr schön, verlangsamen Sie auf 85 km/h. Jetzt sehen wir rechts diesen Balken da runtergehen bei den 1000 Hertz. Und wir sehen auch quasi, wo der gerade überwacht, bei 150, 146 und so weiter und so fort. Wir müssen jetzt aber echt mal langsam bremsen. Also es ist schon echt sehr, sehr hilfreich und schön. Ah, umgesprungen, sehr schön. Genau, Befreiung nicht möglich, das heißt, wir dürfen jetzt nicht schneller wie 85 km/h fahren. Obwohl wir es theoretisch jetzt natürlich dürften, aber das ist halt sicherheitshalber, dass wir keinen Unfug treiben. Wobei, fairerweise muss man sagen, da fand ich es jetzt gerade ein bisschen komisch, weil da war kein Magnet unten auf dem Gleis. Also kein Gleismagnet vorhanden. Aber gut. Haben wir auch unseren Halt. Und wir sind tatsächlich echt pünktlich unterwegs hier. Ich fasse es kaum. Ah, da steht eine Vectron. Vom Railpool. So. Kann man das Signal erraten? Nee, schade, leider nicht. Aber jetzt sehen wir auch Befreiung nicht möglich. Geschwindigkeitsbegrenzung 45 km/h. Aber jetzt ist die Befreiung möglich. Interessant. Probieren wir mal. Ja, scheinbar geht's. So, jetzt ist der Leuchtmelder an. Da war ich ein bisschen zu ungeduldig. Huch! Nebelt es? Och nö. Guten Morgen, Nebel. Ah, schön. Ja, haben wir doch noch ein bisschen Herausforderung hier jetzt auf einmal. Ich hoffe nicht, dass das so ein dichter Nebel ist. Also aus Trainsimworld 3 erinnere ich mich noch an so einen sehr dichten Nebel. Den fand ich manchmal ein bisschen nervig. Vor allen Dingen, weil der so plötzlich kam. Aber gut, es ist 7.52 Uhr, da kann es auch mal lokal Nebel geben. So, das Signal ist tatsächlich grün. Das heißt, wir starten hier einmal kurz durch. Götzes, unser nächster Halt. Kilometer 34,7. Und davor geht es noch ganz kurz durch den Sattelbergtunnel mit einer Länge von gigantischen 81 Metern. Wie war das? Ich glaube, auf der Harzer Schmalspurbahn gibt es den kürzesten Tunnel. Der ist irgendwie nur irgendwie ein paar Meter lang. Also gar nichts eigentlich. Und gleich 140. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir ja richtig Suppe. Aber gut, hier ist auch ein Fluss, ne?
in Flussnähe ist es ja doch des Öfteren so, dass man so eine Suppe hat. Hilft alles nichts. Da müssen wir jetzt durch. Aber dann haben wir auch ein bisschen Wetterchen. Ein kleines Wetterchen. Diese Vorsignal- oder beziehungsweise Hauptsignal-Voranzeiger, ich weiß nicht, wie sie genau heißen bei der ÖBB, die finde ich echt gar nicht mal so schlecht. Also diese kleinen Schildchen mit diesen zwei Balken und dann entweder sieht das aus wie ein Haltesignal oder wie ein Fahrtsignal oder halt so ein bisschen abgeknickt, dann ist es halt Langsamfahrt. Also ab dem nächsten Signal dann. Quasi wie ein Vorsignal. Beziehungsweise, nee, Vorsignalwiederholer, nicht Vorsignalankündiger, sondern Vorsignalwiederholer. So ungefähr funktioniert das Ganze. So, jetzt ist die Sicht gleich null. Ich habe eigentlich extra hier freie Sicht und schönen, klaren Morgen gewählt. Weil ich mir dachte, ja, ich will ja was von den Bergen sehen und jetzt haben wir den Salat. So, hier übrigens der schöne, kurze Tunnel. Ja, Sicht ist überragend. Hier neben der Autobahn, schön. So. Jetzt gleich runter auf 60. Ich fände cool auch, wenn die Sekunden anzeigen würden, die man hat, bis man reagieren muss. Aber so ist schon mal, wie gesagt, viel, viel besser als vorher. Weil vorher gab es dann nie irgendwie so richtige Tutorials oder so. Da waren immer viele Fragen offen, wenn man einfach so in den Zugsimulator reingekommen ist und mal die PZB angemacht hat. Also war die Verwirrung oft groß. Gerade wenn man sich halt überhaupt nicht mit der Materie auskennt. Also ich meine, fundiertes Fachwissen ist das bei mir bedingt. Eher nicht. Also da gibt es noch viel, viel mehr. Es ist ja unerschöpflich, dieses Wissen über die Bahn. Vor allem, weil so viel ist, wo man sich einfach denkt, ja, das ist doch ganz einfach, man fährt doch Zug, beschleunigen, bremsen, das geht doch alles, ne? Im Detail, im Detail tatsächlich ist manchmal das echt kompliziert. So, warum fahren wir denn jetzt hier eigentlich so langsam? Wo werden wir jetzt hingelotst? Ah, es geht einmal rüber da. Und ich finde auch schön, also das habe ich aber auch ausgestellt, dass man nicht die ganze Zeit die Punkte um die Ohren gescheuert bekommt. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, das mag ich nicht. Ich will ja einfach fahren. Danach Punkte gerne. Das finde ich sogar super. Aber während ich fahre, eigentlich eher nicht. Also natürlich kann man sich weiterhin hier übrigens alles einblenden lassen, zum Beispiel unten auch diese Markierung auf dem Boden und so weiter und so fort. Also das gibt es alles immer noch, also keine Sorge, also wer jetzt hier zum Beispiel mehr Hilfe braucht, der kann die auch im Menü freischalten. Apropos Menü, was es noch neu gibt, den Fotomodus. Also man kann hier Fotos schießen, so ein bisschen rumspielen. Was kann man hier machen? Auge? Belichtung? Ui. Sättigung. Ja, halt so ein paar Parameter. Uiuiui. Okay, lassen wir das mal. Hui. Aber, ist schon cool. Also kann man nochmal Fotos machen, vor allen Dingen während der Fahrt auch. Macht er dann automatisch so eine Pause. Das ist schon ganz gut. Das ist, glaube ich, das, was vielen gefehlt hat. Jetzt ist es da. Und hier übrigens. Schön. Bisschen verpixelt leider. Huch. Boah. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht richtig lädt oder... auffällig verpixelt. Schienenersatzverkehr, oh Gott, nee. Wobei wäre auch lustig, wenn man im Zugsimulator auf einmal Bus fahren darf. Wobei das ja eher nicht der Fall, dass man beides macht. So, okay, ich
sehe grün. Das heißt, wir dürfen uns befreien und unseren nächsten Halt ansteuern. Hohenems. Hohenems? Hohenems wahrscheinlich. Hohenems klingt besser als Hohenems. Hohenems ist dann Kilometer 30, 121. Und hier dieser wunderschöne Wiederholer, beziehungsweise Ankündiger, der sagt jetzt aber langsam fahr. Okay. Achso, weil es immer noch 60 sind und gleich erst. Okay, nee, passt. Genau, es sind immer noch die 60 km/h. Und jetzt dürfen wir aber den Hebel auf den Tisch legen. Und hier einmal schön durchbeschleunigen. 160, aber gut, schaffen wir nicht. Das schafft unsere Kiste leider nicht. Ja, und ansonsten fahren wir jetzt schön locker durch den Nebel mit geringer Sicht, aber eigentlich geht, glaube ich, noch weniger. Also theoretisch, wir sind ja signalgeführt, uns kann ja quasi nichts passieren, außer dass wir irgendwie ein bisschen ruckeliger fahren, weil wir irgendwie das Haltesignal dann doch ein bisschen später erst sehen. Aber sonst kann uns nichts passieren. Wobei, wenn man sich das überlegt, wir fahren jetzt hier gerade mit knapp über 140 km/h und sehen quasi nur 100 Meter weit, zumindest nicht so weit, wie unser Bremsweg ist. Er ist schon eigentlich ziemlich beeindruckend. Würde man beim Auto natürlich nicht machen. Oh, 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 einmal den Hauptschalter. Raus! Und wieder rein. So, jetzt geht's hier leicht bergauf. Das heißt, wir können mal ein bisschen Schub zuschalten. Können wir auch langsam aber sicher mal hier minimal bremsen. Genau, das ist ja das andere. Wenn man einen richtigen Buchfahrplan hätte, dann wüsste man ja auch, wo zum Beispiel die Geschwindigkeitsbegrenzung genau starten, wo die Bahnhöfe genau sind und so weiter und so fort. Das wäre schon schön. Irgendwann, irgendwann. So. Wir sind ja überpünktlich, das ist ja unglaublich. Also das ist ja... Ich find's schön. Gefällt mir. Könnte man sich in Ruhe umgucken, wenn das Wetter nicht so wäre, wie es wäre. Wobei, was man sieht, wie die Wolken in den Bergen hängen. Und das ist ja mal schön. Vielleicht lädt es ja gleich nochmal auf und dann sehen wir das genau. Was machen eigentlich diese 70 und 140er Tafeln hier oben? Ah, Zuglänge, oder? Da habe ich ja noch gar nicht drauf... Wobei, nee, das macht keinen Sinn. Warum denn hier 140 und da 70? Hm. Die hängen ja nicht zum Spaß da. Was ist deren Funktion? Wir können mal kurz unser... Entschuldigung? Was machen Sie da? Könnten Sie das bitte sein lassen? Eieieiei, da ist jemand rausgeflogen. Wir können uns mal kurz unser Dach ein bisschen angucken. Aber wir haben jetzt gleich Abfahrt. Na, halbe Minute noch. Der Pantograph. Jetzt Isolatoren. Schön. Das ist schon interessant. Und dann dieses gewaltige Gerät hier vorne. Damit kriegt man ja fast alles weg. Schön. So. Türen gehen wieder zu. Und weiter geht's. Was wir jetzt einmal kurz testen, ich mache dafür extra nochmal das Fenster auf. Wir geben jetzt einfach mal Vollstoff. Also wirklich Vollstoff.
Das packt er. Hui. Nicht schlecht. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, der würde jetzt ein bisschen durchschleudern. Aber nee. Macht ihm nichts. Die Fahrgäste sehen das anders und wahrscheinlich auf Dauer auch nicht gut fürs Material. Eigentlich soll man ja als Triebfahrzeugführer auch ein bisschen energiesparend und vor allem materialschonend fahren, aber ja gut, in der Simulation kann nichts kaputt gehen, zumindest nicht richtig. Ist auch nicht so teuer, weil ich glaube, sonst, wenn wir jetzt die ganze Zeit so fahren, dann dürften wir unseren Radsatz selber zahlen. Weil ich glaube, selbst bei so einem robusten Zug geht das irgendwann aufs Material. Aber ich bin überrascht, weil ist nicht eigentlich der Talent, sind das nicht die Fahrzeuge, die auch manchmal als Cola-Dose bezeichnet werden? Weil sie halt so leicht sind und eigentlich tendenziell eher rumschleudern wie sonst was. Aber das macht er, hat er gepackt wie ein Weltmeister. Also da hat er echt zugegriffen. Also Grip ist da. Oder der regelt das halt elektronisch ein bisschen nach. Das kann natürlich auch sein. Dass der einen gar nicht erst schleudern lässt. Wobei hat er Schleuder- und Gleitschutz? Der Talent? Weiß ich gar nicht. Wobei Gleitschutz glaube ich schon, das ist ja quasi das Äquivalent zum ABS. Boah, dass wir so gut in der Zeit sind, ich bin echt positiv überrascht. Das ist ja normalerweise immer Katastrofski bei mir. So, 26,3. Dornbirn ist bei 22,233. Und ich habe einen 130er übergesehen. Aber ich bin 130 gefahren ungefähr. Naja. Ja, sollte man vielleicht ein bisschen mehr drauf aufpassen. Aber das ist halt der Grund, warum man natürlich in der Realität streckenkundig ist. Weil genau solche Dinge weiß man dann halt. Wann, wo, was, wie zu beachten ist. Weil das ist ja eben nicht so, dass man einfach eine Strecke zugewiesen bekommt und dann fährt man da, sondern nee, man muss erst zeigen, man kennt die Strecke, man ist streckenkundig. Ja, hier muss aber der Wuchs mal ein bisschen in Zaum gehalten werden. So, 111 gleich dann. Wunderbar, haben wir ja drauf schon. Also wir können mal kurz entspannen hier. Und dann gleich aber auch schon wieder bremsen. S-Bahn ist natürlich auch schön hier. Aber da ist man erstens länger unterwegs und zweitens, ja, kann man nicht so schön durchrauschen. Ich finde es manchmal auch entspannt, wenn man einfach mal ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen kann. Bei der S-Bahn ist man ja echt quasi nur am Bremsen. Das ist immer ein bisschen stressig, finde ich. Aber auch schön. Ui, was war das denn? Ist hier eine Sperre? Müssen wir uns gleich mal anschauen. Wir sind so zeitig, das ist unglaublich. Also die Ausrede, der Zug kommt zu spät, zählt jetzt hier nicht beim Arbeitgeber. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Hier sind aber auch wieder so Markierungen. Was steht denn da? 200? Da muss ich mal drauf achten. Wie lang ist unser Zug eigentlich jetzt genau? 1, 2, 3, 4 Einheiten. Haben wir 70 Meter? 70 ist viel zu... Nee. Was sind dann wahrscheinlich echt die Tafeln für die Länge? Ja, doch, so macht's Sinn. So, und einmal rechts entriegeln. Perfekt. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz was schauen. Es sah irgendwie interessant aus, wenn wir da noch hin können.
so weit weg von unserem Fahrzeug. Bitte, 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 bitte. Hier kam nämlich irgendwie Wasser raus, oder? Oder sah das nur so aus? Ach, das sah nur so aus, okay. Irgendwas... Ach, das war wahrscheinlich... Das war der Zaun in Verbindung mit den Treppen, was wirklich ein bisschen aussah wie Wasser, oder? Ja, okay, das war echt nur der Effekt. Okay, vergessen wir das. Da kommt kein Wasser raus. Und wir sind pünktlich. Ich fasse es immer noch nicht. Übrigens hier, genau, können wir mal kurz die Strecke anschauen. So schaut's aus. Hier hat man übrigens so einen kleinen Ast, von dem man auch teilweise startet. Hier so ein schönes Gleisdreieck, wie in Köln. Kann man übrigens schön in der Mitte sitzen. Ist definitiv was für Eisenbahner, finde ich. Also, kann man auch gut essen. So, REX1. Aber die Anzeigen sehen so ein bisschen verpixelt aus, finde ich. So. Dann Türen verriegeln und weiter geht's. Wir sind so perfekt im Zeitplan. Das ist unglaublich. Nächste Station ist dann... Bergens-Riedenburg. Ja, da haben wir jetzt bald schon. So, aber jetzt auch mal los hier. Attacke, Abfahrt. Wobei, das ist Ansgars Spruch. Das ist Ansgars Spruch. Ich mag den Sound wirklich. Hier können wir aber auch nicht so wirklich viel bedienen. Außer unseren Tempomat. Machen wir ein. So. So, 140. Oh, das ist ein Gefummel hier. 140, so. Zeig mal, was du kannst. So, Bregenz-Riedenburg ist dann... 12,39. Heißt, wir können auch ein bisschen heizen. Was? Was habe ich verpasst? Irgendwas habe ich verpasst. Oder hat er mich auf irgendwas hingewiesen? Ich glaube, der wollte mir gerade irgendwas sagen, dass ich den... Nee, jetzt ist der raus. Der ist raus. Wir fahren zu schnell. Ich habe doch den... Rausgeflogen, unser Tempomat. Okay, kein schöner Tempomat, den mag ich nicht. Dann fahren wir wieder manuell. Irgendwas hat ihm nicht gefallen. Passiert. So. Ja, Lindau. Lindau ist natürlich schön. Bodensee ist schön. Ich jedem empfehlen. Lindau Bahnhof und Lindau generell habe ich jetzt gerade gar nicht so genau auf dem Schirm. Aber Bodensee ist schön. Das war ein Riesensee. Aber das werden wir ja gleich hoffentlich sehen. Und ich hoffe wirklich, dass dann dieser blöde Nebel weg ist. Also ich finde den Nebel echt cool. Also es ist echt schön, dass es den gibt, weil der echt
natürlich eine gewisse Herausforderung darstellt, aber er schränkt die Sicht schon immens ein. Aber ich habe auch immer ein Glück, weil ich muss gestehen, ich bin schon gefahren in die andere Richtung, komplett durch. Jetzt sagte ich ja, jetzt kann ich ja das nicht nochmal fahren. Hintergrund war, eine Audiospur hat gefehlt. Also, ja, auch nicht die mit dem Gerede, sondern leider die mit dem Sound. Und das fand ich dann ein bisschen doof. Und Ende vom Lied, okay, also fährst du nochmal. Wollte ich natürlich in eine andere Richtung fahren. Und auf der Hinfahrt hat das wunderbar geklappt mit diesem dynamischen Wetter. Und dann dachte ich mir, ja, dann wird das ja nochmal klappen, ne? Aber jetzt hat es mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich würde viel lieber jetzt bei Sonnenschein fahren. Aber gut, so ist das, wie in der Realität. Wenn wir mal spazieren gehen und zack, regnet's. Boah, das waren schöne Schläge. So, langsam mal bremsen hier. Ja, ich finde das so klasse. Also mit dieser Anzeige. Was die punktförmige Zugbeeinflussung macht, das ist schon schön. Unsere Gesamtlänge. Oder? Aber nicht nur von dem Fahrzeug, oder? Genau, 14,75, das passt. Ja, okay. Also müssen wir da halten, wo 70 steht. Hm. Cool. Ah, es klart auf. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, wir können gleich tatsächlich ein bisschen den Bodensee bestaunen. Das finde ich schön. Zack. So, nächster Halt dann Bregenz. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind noch in der Überwachung drinnen. Also maximal 45 km/h. Und dürfen uns nicht befreien. Das ist auch gut so, weil sonst könnte man ja potenziell gegen ein haltzeigendes Signal auf einmal so stark beschleunigen, dass man über den Bremswegabstand zum Signal oder den Sicherheitsabstand hinterm Signal, besser gesagt, also den Durchrutschweg, das ist das richtige Wort. Ein bisschen üben hier, ne? Also ich bin halt nicht der, vielleicht auch nicht der geborene Erklärbär, was das angeht, aber so ein bisschen Wissen habe ich schon. Auf jeden Fall der Durchrutschweg natürlich, der muss eingehalten werden. Und wenn man halt zu schnell dann über ein haltzeigendes Signal rauscht, dann ja, ist halt nicht so gut. Peter Lesky zum Beispiel könnte das besser erklären. Aber gut, als Berufsbahner, ja, nur so am Rande bemerkt. So, es ist frei, wir können uns aber immer noch nicht befreien. Ich glaube, da läuft aber auch irgendein... Nach einer gewissen Zeit oder so geht das dann doch. Wir werden es gleich sehen. Hä? Ist doch möglich. Okay. Ich war gerade irritiert, aber es hat doch... Hat's das Wechselblinken gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Durchstarten. Aber auch nicht lange. Irgendwas ist vor uns. Wahrscheinlich ist vor uns eine S-Bahn. Na,
Die soll weg. Aber wir müssen ja sowieso in Bregenz direkt wieder halten, also von daher ist es egal. Wer da vor uns rumkriecht, kann ja gerne weiter kriechen. Genau, und Lindau Insel ist übrigens Kilometer Null. Das heißt, wir wissen jetzt auch ganz genau, wie viele Kilometer es sind, noch sind. Weil wir sind jetzt hier bei Kilometer 10. Müssten wir zumindest sein. Heißt, weit ist es nicht mehr. So, jetzt schauen wir, wo die 70er-Tafeln sind. Wir sind auch hier schon wieder echt ziemlich gut in der Zeit. Lindau, Lindau, da ist eine 70er-Tafel. Eine 70er und eine 110er. Perfekt. So. Ja, das ist auch sehr schön. Quasi, dass wir hier drüber fahren dürfen. Aber das nächste Signal ist Halt. Und das sind halt diese komischen Zusatzschildchen. Genau, jetzt hier. Langsamfahrt. Beziehungsweise einfach die Ausfahrt hier aus dem Bahnhof. Und da muss ich jetzt mal schauen, wo ist denn jetzt hier die Grenze, die... Lindau-Reutling, Staatsgrenze nächst bei 5,9. Das heißt, da können wir dann auch nochmal diesen Switch hier umstellen auf DB. Aber Stromabnehmer müssen wir gar nicht runter machen, glaube ich, weil wir haben gar keinen anderen, den wir hochfahren könnten. Bei Mehrsystem-Lokomotiven wäre das natürlich interessant, weil da müssten wir ja dann anderen Pantographen hochmachen. Wobei Deutschland und Österreich meines Wissens nach eigentlich auch den gleichen nutzen. Hä? Wo kommt der Schatten her? Ach, ein Baukran. Okay. Ich dachte gerade kurz, mein Stromabnehmer haut ab oder so. Ich habe schon Schlimmes befürchtet, aber nein. Alles gut. So. Türen sind zu. Abfahrt. So, Bregenzhafen ist jetzt auch direkt dahinter. Also wir schleichen jetzt hier schön durch die Gegend. So ein bisschen S-Bahn-Style. Jetzt hier Ausfahrt mit 60. Das heißt, wir können uns einmal kurz befreien. Weil wir schneller als 45 fahren dürfen. Wenn wir einen Buchfahrplan hätten, dann stände auch die 60 drin, dass wir die am Ausfahrtsignal haben dürfen. Genau, und jetzt müsste zu unserer Linken der Bodensee sein. Da ist er. Inklusive Bötchen und allem drum und dran. Sehr schön. Schauen wir uns mal kurz den Hafen an hier, ne? So. Ach, schön. Brian Ferries. Ist das ein Reis nach Jerusalem oder was? Alle ums Häuschen rum. Das ist auch interessant. Sieht man auch selten. Diese Kombination. Aber das ist nur für Fußgänger hoffentlich, oder? Weil sonst steht man mit dem Auto hier ziemlich doof im schlimmsten Fall. Naja. Okay, also Türen verriegeln. Oh, Entschuldigung. Wollte noch nicht aufschalten. Lochau Hörbranz. Das ist aber noch auf der österreichischen Seite.
Also das heißt, da noch kein Systemwechsel. So, ist er nicht schön? Ist er nicht schön? Ah doch, man sieht, dass da hinten Land ist. Also es ist schon ziemlich schön gemacht. So, jetzt noch ein bisschen einspurig, quasi Nebenbahn-Feeling. Was hatte ich gesagt? Wann ist Wechsel? 5,9 oder so. Hm. Werden wir hoffentlich mitkriegen. Genau, hier sind auch österreichische Signale, aber dann sollten wir eigentlich auch den Wechsel auf deutsche Signale mitbekommen. Ah, hier kommt die Suppe wieder. Naja, wir haben immer ein bisschen Bodensee sehen können. Wie war das, wenn ich den See sehe, will ich kein Meer mehr? Schöne Seen auch in Deutschland. Im Süden kann man so eine ganze Seentour eigentlich machen, von See zu See. Ist alles nur ein Katzensprung mit dem Auto entfernt immer voneinander. Also da kriegt man ganz viel an einem Tag oder an mehreren Tagen abgewickelt. Sehr schön. So, Lochau Hörbranz. Boah. Geht butterweich runter, der Name. So, Kilometer 6,6. Da oben ist unsere 70er-Tafel, die wir gekonnt überfahren. Bup. Ziel erfüllt. Boah, jetzt ist hier wieder eine Suppe. Das ist ja nicht schön, ne? So. Wir haben uns doch gar nicht in den Fahrgastraum begeben, fällt mir gerade ein. So schaut's auch hier aus. Relativ schlicht. Huch. Hallo. Interessante Dovetail Games Montur. So. Und jetzt Türen verriegeln. Und dann müssten wir aber gleich den Systemwechsel haben. Jetzt sieht man zum Beispiel nicht das grüne Signal. Jetzt weiß ich nicht, ob man dann nicht theoretisch beim Fahrdienstleiter anfragen müsste, dass man wegen Nebel das Signal nicht sieht und deswegen weiß man ja jetzt nicht, ob man anfahren darf oder nicht. So zumindest meine Theorie, ohne jetzt die Richtlinie dazu zu kennen. Das ist richtig, nur 502 Züge fahren und rangieren oder 501? 502 oder 501? Boah. Da habt ihr mich. So. Jetzt aber doch, oder? Genau, jetzt müssten wir dann quasi theoretisch sagen, den. Dann den. Sieht man hier irgendwie die Staatsgrenze oder sowas? Das sieht schon. Ist das jetzt schon Deutschland? Oberleitung sieht anders aus, gefühlt. Gefühlt? Ist die Oberleitung jetzt echt anders? Irgendwas ist anders. Irgendwas sieht deutsch aus. So, Hauptschalter wieder rein. Wir sollten jetzt Modus ÖBB immer noch. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Fakt ist, wir dürfen 100 fahren, wir fahren aber gerade nur 60. Das heißt, wir beschleunigen nochmal rein in den Nebel. Dass wir auch wirklich pünktlich ankommen. Und dann, ja,
Finde ich gut. So eine Siefer-Zwangsbremsung, genau. Das wird den ganzen Tag wieder kaputt machen. So, 4,6. Schöne alte deutsche Formsignale. So haben wir das doch gerne. Das ist auch schön. Ja, die deutsche Seite glänzt mal wieder mit aktuellem Zeug für die Strecke, aktuellster Infrastruktur. Aber ich find's schön. Also alte Formsignale mag ich gerne. Hier sowas. Oh, schön. Hm. Sieht man nicht mehr viele von. Dann immer weniger. Eigentlich schade. Eigentlich sind sie echt schön. Aber halt viel Mechanik und doof zu warten, glaube ich auch. Kann ich schon verstehen, dass man die nicht mehr haben möchte. Genau, und da gibt es manchmal Situationen, wo man das bestätigen muss und dann auf 85 runterbremsen muss, weil dann 1000 Hertz Magneten aktiver ist. Und man darf aber 90 fahren. Das muss man wissen. Oder Geschwindigkeitsprüfabschnitte, sowas. Da gibt es irgendwie so ganz komische Sachen manchmal. Aber es gibt tatsächlich Situationen, wo man dann langsamer bremsen muss, als man eigentlich fahren darf. So, jetzt müssen wir auf 50 runterbremsen. Aber das ist ja ganz entspannt hier. Schön. Ja, leider Nebel, aber ich bin froh, dass wir wenigstens ein bisschen den Bodensee sehen konnten. Da hinten klart es aber wieder auf. Weil da sehe ich Wolken. Wenn man die Wolken sieht, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Ja, hätte ich glaube ich gar nicht. Das war der Wiederholer. Befreiung möglich, aber nicht nötig. So, jetzt sollten wir rechts nämlich eigentlich Wasser sehen. Genau, sehen wir auch. Herrlich. Wir sind nämlich jetzt quasi auf einer Insel. Es heißt sogar Lindau-Insel. So, und da es dahinter nur noch in den Bodensee geht, fahren wir auch nur mit 30 rein. Weil es auch ein Stumpfgleis ist. Jetzt hätte ich mich gefreut, wenn nochmal die Sonne richtig rauskommt, aber dem ist leider nicht so. So, das heißt, wir können jetzt einmal kurz nach hinten durchrollen. Und hier seht ihr, was ich meine. Die weiße Linie ist nicht mehr weiß. Das Schild sieht aus wie von Anno dazumal. Triste, graue Bauten. Und irgendwie bei den Österreichern sah das alles irgendwie ein bisschen farbenfroher aus, fand ich. Bisschen moderner, bisschen frischer. Aber wie gesagt, subjektive Wahrnehmung.
So, sehen wir den Prellbock. Schön. So, dann würde ich sagen, geben wir die Türen frei und schauen uns nochmal kurz hier ein bisschen um, auch wenn es nebelig ist. Aber allein den Bahnhof hier, genau, da hinten ist nämlich überall Land's End und hier war es das dann. Er ist dann einfach vorbei. Möwen. Oh, und die... Man hört dieses Plätschern von den Booten. Oh, ist das schön. Doch, das ist schon herrlich. Also auf jeden Fall ein interessanter Bahnhof, das muss man echt sagen. Aber man sieht auch hier wieder, da war mal mehr los. Da war echt mal mehr los. Aber auch schön hier mit den alten Weichenstellhebeln. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, verriegeln wir mal die Türen und schauen uns nochmal die Bewertung an. Ferienzielbahnhof Lindau. Grüß Gott am Bodensee. So, Geschwindigkeitsüberschreitung haben wir. Bam, bam, bam. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist natürlich nicht so glorreich. Aber ansonsten wird noch bewertet, Sicherheitssystem verwendet. Okay. Okay, korrekt aufgerüstet. Hm. Scheibenwischer im Regen nicht benutzt. Das wird bewertet. Hm. Pünktlichkeitsbonus, okay. Genauigkeitsbonus, okay. Ah, da sehe ich, wie genau ich gehalten habe. Naja, okay, am Ende habe ich immerhin sehr genau gehalten. Aber alles in allen... Ah, hier, harter Aufprall natürlich und Zug ungesichert verlassen. Das ist auch ein sehr guter Punkt, weil wenn er wegrollt, ist doof. Okay, tja, war auf jeden Fall eine schöne Fahrt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ja, man sieht sich dann hoffentlich bald zu einer neuen Fahrt wieder. Bis dahin, tschüss, euer Florian.